Zum 12. Mal findet in diesem Jahr die Junge Bühne im Ratsdienergarten auf der Kieler Woche statt. Mitbegründer Sven Böge ist immer noch so begeistert wie am ersten Tag. Die Idee zur Jungen Bühne entstand eigentlich vor 12 Jahren, als es darum ging, dass bei der Stadt Kiel die Jugendschutzstreifen ins Leben gerufen worden sind. Und wir auch gesagt haben, bei uns im Jugendtreff, das macht keinen Sinn, wenn man Jugendlichen auf der Kieler Woche nichts anbietet, was für ihr Alter adäquat sozusagen da ist. Und dann haben wir uns Kooperationspartner gesucht, mit denen man das machen kann und sozusagen hier diesen Platz gefunden und dann halt die Bühne aufgebaut. Das Angebot der Jungen Bühne könnte kaum bunter sein. Neben Kunst und Kultur bietet die Junge Bühne das wohl größte Musikspektrum. Von Hip-Hop über Rock bis hin zu Metal. Für Sven gibt es immer etwas zu tun, egal zu welcher Uhrzeit. Er ist für die Technik, Planung und Koordination vor Ort verantwortlich. Das ist in dem Augenblick relativ viel und das ist auch sehr anstrengend, aber im Nachhinein bewegt dann doch das schöne Erlebnis, was man irgendwie hatte hier und dass man irgendwie einen guten Job gemacht hat und irgendwie eine tolle Bühne irgendwie an die Kieler Woche gebracht hat. Dann meinst du, Rap ist trivial, wie der Text auf einer Postkarte. Du wärst gern noch Stahl, doch du in seinem Rostnagel. Ist mir schiedegal, dass ich dich jetzt geschockt habe. Du kommst gerade, denn ich blow wie eine Rostnase. Meine persönliche Motivation für dieses Projekt ist eigentlich die, dass ich selber Musiker bin und dass mir das durch meine Arbeit ein Anliegen ist, diese tollen Erfahrungen, die ich mit der Musik gemacht habe, auch an andere Menschen weiterzugeben. Hier feiern alle unter dem Motto Spaß ohne Alkohol. Von ganz jung bis jung geblieben. Jugendliche aus ganz Schleswig-Holstein kommen hier zusammen, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Gerade für Jugendliche ist es häufig sehr wichtig, dass die einen Bezugspunkt haben. Dieser Zusammenhalt zwischen den ganzen Jugendlichen und halt auch das Feedback, was man bekommt von den Bands, das ist einfach toll. Und das ganze Projekt ist ein Highlight. Wir suchen nichts, doch Werbung finden irgendwo das Glück.